Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, es ist sehr unschön, wenn dieser Landtag etwas in die Ausschüsse überweist und es dort dann versickert. Der Antrag wurde nicht mal in die begleitenden Ausschüsse überwiesen. Was das Verfahren angeht, ist das ein Unding. Insofern habe ich Verständnis für die Antragseinbringer. Allerdings frage ich mich, warum Sie gerade jetzt diesen Antrag ins Rampenlicht drücken, haben Sie immer noch nichts dazugelernt? Wir waren schon zum Zeitpunkt der ersten Debatte im September das Land mit den höchsten Strompreisen. Aktuell explodieren die Energiekosten und viele Bürger wissen nicht mehr, wie sie über die Runden kommen sollen. Es geht bei vielen um die nackte Existenz. Sie aber fordern Solarpflicht für Neubauten, während Normalsterbliche sich mittlerweile kein Eigenheim für ihre Familie leisten können. Sie wollen dieses Land bis 2035 klimaneutral machen, also in 13 Jahren die Erneuerbaren massiv ausweiten auf Kosten der hart arbeitenden Bürger. Dazu fordern Sie in Ihrem Antrag auf Seite 2 die Erneuerbaren mit 25 bis 40 Gigawatt auszubauen. Rechnen wir noch mal nach, wie realistisch das ist. Derzeit haben wir einen Bestand an installierter Leistung bei Solar von ca. 60 Gigawatt und bei Wind von ca. 65 Gigawatt. Andere sind erstmal hier vernachlässigbar. Zusammen also 125 Gigawatt. Dafür haben wir ca. 20 Jahre gebraucht. Und jetzt wollen Sie 25 bis 40 Gigawatt jährlich neu installieren? Letztes Jahr hatten wir bei Solar einen Zubau von 5,3 Gigawatt und bei Wind von 1,7 Gigawatt. Zusammen also 7 Gigawatt. Das heißt, Sie wollen die Geschwindigkeit mal locker vervierfachen. Das ist nicht ambitioniert, sondern illusorisch und sogar gefährlich. Warum das so ist, sage ich Ihnen. Solange wir keine Stromspeicher haben, CDU hat es vorhin gesagt, trägt Ihre Energiewende mit dem Flatterstrom zur weiteren Destabilisierung des Stromnetzes bei. Denken Sie an die sensiblen 50 Hertz unserer Netzfrequenz. Strom ist nämlich eine verderbliche Ware. Zusätzlicher volatiler Strom wird unweigerlich zu Stromausfällen oder Lastabwürfen führen. Wir hatten das hier schon mehrfach debattiert. Ich hoffe, es ist auch bei Ihnen etwas hängen geblieben. Nicht umsonst hat die Bundesnetzagentur verboten, das Kohlekraftwerk Heyden 4 in Minden vom Netz zu nehmen, da es als Reservekraftwerk gebraucht wird. Die Energiewende ist gescheitert. Es folgt uns niemand weltweit. Niemand. Somit geht es also nur noch mit Zwang. Die EU ist schon schlimm genug. Die berücksichtigt aber wenigstens noch die technische Machbarkeit, wenn auch zu gigantischen volkswirtschaftlichen Kosten. Sie, die Grünen in Deutschland, aber meinen physikalische Gesetze mit ihrem guten Gefühl aushebeln zu können. Was Sie hier machen, ist kein Jobmotor, sondern die Deindustrialisierung von Deutschland und Sachsen-Anhalt. Auch die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute warnen nun vor Illusionen über die Kosten der Klimawende. IFO-Präsident Clemens Füß sagte, die Energiewende trage zu einem weltweiten Gut bei, aber sie werde den deutschen Wohlstand nicht steigern. Zitat, von 100 Euro, die wir ausgeben, kommen vielleicht 1 oder 2 Euro uns zugute. Zitat Ende. Professor Stefan Kotz vom Kieler Institut für Weltwirtschaft sagte, die Transformation sei kein Wachstumsprogramm. Zitat, von dieser Illusion müssen wir uns verabschieden. Zitat Ende. Und besonders bemerkenswert von unserem Wirtschaftsforschungsinstitut in Halle, Oliver Holtemöller sagte, Dekarbonisierung erhöhe den weltweiten Wohlstand, aber die Konsummöglichkeiten in Deutschland nehmen ab. Das heißt, die Deutschen wären ärmer.
Alle, die das nicht möchten, wählen daher in Zukunft bitte nur noch die AfD. Vielen Dank.